Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Platin Falling Challenge. Und Muffy. Ja. Und wir gehen weiter. Und Trudel und geht weiter und auf. Und da ist Urs. Hallo Urs. Urs? Den wir am Eingang getroffen haben. Fire, das ist Urs. Nein, das war was anderes. Wieder so ein Doppelkampf. Elektroschwäche ist nur Boden, ne? Ja. Dann hau ich einfach mal irgendwas rein. Dönerschlag. Dönerschlag macht Dönerspieß. Wie viel? Nicht viel. Gyros. Okay. Was? Gyrosenschaden. Was? Was? Elektroresistiert Stahl. Lady Esteban. Hä? Was? Warum ist die Spiegelsalve auf Blacktech nicht sehr okay? Damit habe ich jetzt irgendwie gerade nicht gerechnet. Ich weiß nicht, ich bin ja also... Ja, tut mir leid. Ich setze mal Duplo ein, würde ich sagen. Oder? Ich kann auch Kakao einsetzen. Lichtschild war gegen spezielle... Und Duplo kann mehr machen. Okay. Warum? Warum hat der ein Lucario? Ist das nicht das normale Pokémon, was der hat? Bin schon gut. 41 oder? Wiese. So, hier habe ich Eisenabwehr, TM 73. Das Super Schal! Völliger Schal, Wachsinn. Yeah. Hier drüben liegt nichts mehr. Oh, A? Doch, da liegt noch was. 1, 2. Warum Superschall? Warum? Honig, oh ja, das war's wert. Ja. Superschutz. Und Pokémon heilen. Oh, das macht nicht viel Schaden. Dönerspieß ist jetzt schon Level 39. Ich versuche jetzt doch mal, oder sollte ich lieber nicht? Ich weiß es nicht. Ich tausche mal gegen Flimmkuchen. Verwirrung ist so nervig. Und wenn du schon irgendwo siehst, dass wir VMs brauchen, kannst du, ne, Bescheid sagen. Aber so, dass ich weiß, was gemeint ist. Nicht einfach nur Bescheid, weil dann weiß ich nicht unbedingt gleich so, ne? Und so. Ah, gucken. Und jetzt. Oh ja, geil. So habe ich mir das vorgestellt. Das hat sich ja richtig gut angehört. Ach, das ist Urs. Das meintest du mit Urs. Oh. Dementsprechend ist das natürlich ein Dönerkampf, ein Doppelkampf. Ich benutze Flammenkuchen. Ja, okay. La la la. Hoch in den Bergen. Was? Okay, verstehe okay, ich schon. Ja, sehr schön an dieser Stelle. Alpollo und Tyrakrok. Ich habe Angst vor Alpollo. Alpollo macht Schaden. Ich habe Nebulax Spezialangriff gesehen. Ich habe ein bisschen Respekt davor. Alter, die KI ist so schlecht. Boah, Tiefschlag zum Glück physisch. Welche? Die KI von Urs? Ja, die KI vom Gegner ist nicht viel besser. Okay. Doggetick im Doppelkampf. Also, ja, im Doppelkampf okay, aber jetzt nur noch als einziges Pokémon da und macht Spotlight. Das ist sehr sinnvoll. Hm. Oh, Tyrakrok kann Dreschflegel. Hey, hey, hey. Florian, Zwirrlicht hält ein bisschen mehr aus, ne? Hab ich gehört. Richtig, schon Seitenschal gefunden. Geil. Das ist super. Die Welt braucht mehr Seitenschal. Oh, ein Schutz. Wird davon nicht gewonnen, hätte Überraschung. Och, Magnesohn, setz doch mal was anderes außer Zielschuss ein, bitte. Das war nur auch Irrlicht.
natürlich auf mein Wasser-Pokémon. Ich glaube, ich heile die Verbrennung direkt. Oder? Ich sollte Zwirrlicht auch mal halbieren. Dann sollte Tyrakrok mir auch nicht viel schaden. Ich mache Zwirrlicht erstmal weg. Oder? Ja. Oh, jetzt kritte ich sogar. Das hätte gereicht. Ach nee, das war Kiefer-Gift. Wunderbar. Oh mein Gott, das war kein Schaden. Schwertanz von Lucario, geil. Magnesum greift tatsächlich an. Ich bin ja gebeistert. Mit einer Magnetbombe auf Druck. Bitte. Kompressur. Was? Was? Okay, das wusste ich nicht, dass es geht. Was? Akupressur hört ja zufällig einen Wert stark. Hä? Ein? Echt? Zufällig einen Wert? Okay. Ja. Und das letzte Mal, als ich es gesehen habe, hat es nämlich zweimal hintereinander den gleichen Wert erhöht. Ich dachte, das war zufällig. Ne? Das, ja, das wusste ich halt nicht. Das war ich jetzt nicht von ausgegangen. Alles gut. Und das kann man nicht nur auf sich selbst einsetzen. Oh, interessant. Ich hab grad gesehen. Interessant, interessant, das stimmt. Das ist ja witzig, haha. Cool, eigentlich. Lucario mit dem Schwertanz ist so krank. Ach, hat dein Partner oder was? Ja. Krass. Hat dein Urs auch ein Lucario? Hm? Nee, mein Urs hat einen Magnesohn vorne. Oh, okay. Ich glaube, Lucario ist eigentlich das, was er normalerweise auch hat. Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert. Ja, dann scheint es aber gerandomized zu sein. Oh nein, bitte nicht. Wehe, Tyrakrok. Okay, kein Dresch für jeden Crit. Das ist sehr schön. Oh nein. Stirb, Tyrakrok. Stirb schnell. Danke. Warte mal, der hat nur Lucario, glaube ich. Das könnte schlecht sein. Setzt Magnetbombe ein, aber da ist gar kein Ziel. Ja. Kukason ist Wassergestein, ne? Hm. Dann setze ich Käse ein. Käse nicht viel können. Ich möchte Käse gerne ein bisschen trainieren. Was ging daneben? Ist eh egal, ich bin ganz einfach. Das Kreideschrei. Kurasson-Beschwörung schützt das gegnerische Team vor Volltreffern. Ja, das ist natürlich ganz ärgerlich. Ist da was? Kreideschrei gemacht hat. Schnabel ist okay, macht nicht viel Schaden. Schnabel! Doch mal den Schnabel! Oh, Kurasson überlebt das ganz knapp. Ah, Ladungsstoß. Und das war ein Crit. Das ist doch nicht sein Scheißernst. Was? Okay, ich muss aufpassen. Was? Magnesone kann Ladungsstoß, ist AOE. Und das setzt er auch ein. Gerade zum allerersten Mal, gegen Ende des Kampfes, beziehungsweise noch ist der Kampf nicht vorbei, aber... Ja... Gut zu wissen. Mein lieber Begleiter, das ist natürlich richtig geil. Aber gut. Ich heile meinen Käse mal und Alabis sollte... Oh, Moment. Alabis könnte Eiszahn können, oder? Keine Ahnung, was das sicher kann. Ich ehrlich. Aber Magnesum macht wieder Ladungsstoß. Ich meine, macht Alabis auch gut Schaden, aber mir auch. Okay, Windbeutel ist schneller als Marschallo. Hätte ich fast nicht gedacht. Also ich dachte echt, das ist... Alter, Magnesohn ist halt ein Monster. Das kann halt echt übel sein, wenn es mich auf einmal krittet. Vor allem, ich habe am Anfang, glaube ich, mit Golking gekämpft. Alter, Alter! Ich hatte ja richtig Glück, dass Golking nicht draufgegangen ist. Mhm. Oh mein Gott! Zufällig durch den Begleiter, ja, das ist sehr übel. Boah. Eieiei, okay, Golking kommt auf jeden Fall von der Spitze, das ist schon mal klar. Aber habe ich irgendwas, was immun dagegen ist? Nee, ich habe nur Kette Milchshake und Dönerspieß. Ja, gut.
Ich pack mal Milchshake noch vorne, das sollte auch in Ordnung sein, wobei dann wird 2 Elektro, ach, das ist, ja, okay. Kann ja auch andere Attacken als außer Elektro. Eine blaue Flöte, ja, die brauche ich bestimmt nicht. Vermutlich. Ja, du weißt schon, wo es weitergeht? Wird man nicht, dass ich ja hier liegt ein Item. Auf der rechten Seite der Höhle, auf jeden Fall, wie es aussieht. Okay, also links habe ich auch noch ein Item gefunden und da noch ein Item rum. Wie viele Doppelkämpfe sind da denn noch? Oh nein, da ist ja noch einer. Kann ich nicht woanders, bitte? Bitte? Ich will nicht. Ich mach die Okay, los. Du beschützt. Ich hab halt echt jetzt jedes Mal Panik davor, dass mich das Magnesohn irgendwie wegkrittet oder so. Was? Ich hab ein Schwarzbuch gefunden. Geil. Dummer. Das da, hallo? Voll toll und so? Ja, gut, okay. Das hat gleich Skittles. Ach ja, die Großlinse. Stimmt, die gleich. Oh, die haben jeweils 3 Pokémon. Der eine hat einen Ninjaturm. Hab ich was? Ja, doch, klar, Unlicht habe ich. Ich hab Glücksrauch gekriegt. Aber Ninjaturm kann ich. Was kann ein Ninjaturm ungefähr? Ein paar Sachen wusstest du doch, oder? Hast du ja mal geschaut? Ich hab mal geschaut, aber ich hab's nicht gemerkt. Ach Mann, zu nichts zu gebrauchen, der Junge. Boah, das war, glaube ich, nichts wirklich Großartiges. Weil dann kann ich mich erstmal um Driftlon kümmern. Auch wenn es nur ein Driftlon und kein Driftzebli ist, aber. Ich schick mal Kakao nach vorne. Kakao macht das schon! So. Ich bin mal gespannt, was, das Magnesohn diesmal macht. Dann bin ich ja doch relativ dankbar dafür, dass es nur Zielschuss und Magnetbombe gemacht hat bisher. Man schlägt keine Kinder, gnädigste Frau. Macht man nicht. Magnetbombe ist auf Ninjaturm effektiv Stahl auf Geist? Okay, ich bin kurz gemutet. Oder? Ah, okay. Vielen Dank. Tschüss. Oh lol, ich hab eine Karte von André bekommen. Ah. Das ist Japanien. Wie cool. Choupette und Nibulak. Nibulak, ich mag dich nicht. Komm, der Kiefer von Knirscher ist so groß, warum trifft denn das nicht beide? Verstehe ich nicht. Was hat Lucario eigentlich gerade gemacht? Ich bin verwirrt. Zubibo ist jetzt auf jeden Fall weg. Entweder durch Lucario oder durch mich. Ah, jetzt hat Schwertschatz gemacht. Das habe ich mir nicht gedacht. Milchshake erreicht auf jeden Fall Level 39. Ach, Zubibo. Jetzt ist er effektiv, oder? Jetzt. Kurz. Bibo ist weg. Ich hoffe, Milchshake überlevelt nicht noch in der Höhle, aber es ist halt relativ safe neben dem Mattensong. Oh. Das ist halt einfach so. Alpollo Spukball, please. No. Das war gar nicht so schlecht, Lucario. Alter, Alpollo. Gottes Willen. Paralysiert. Mit einem Spukball über die Hälfte KP von Milchshake. Gut gekrittet, aber zu Beavis ist auch noch dran. Ich habe ein bisschen Angst. Bitte nicht Milchshake. Oh Gott. Er hat's überlebt. Oh. Erst Alpollo Crit und dann kommt noch eine Strafattacke von zu Beavis. Holy shit. Okay. Hätte Magnesohn jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Heilen, einfach heilen. Oh, fuck. Einfach heilen. Oh, Hilfe. Was? Warum passieren Dinge? Heilen. Die KP von Milchshake wurde um 94 Punkte. Kreideschreie. Ja, zum Glück trifft das mich nicht, ey. So. Flöte von Zubiris. Oh, geht. Da ist noch ein Doppelkampf und ist nichts mehr, da sagt das versteckte Item. Ach! Schattenstoß.
Ja, es fällt mir ein besserer Ort ein, an dem ich besser als hier trainieren kann. Hytera Trainer. Oh, Alter. Was tue ich jetzt? Glücksgedöns. Ich würde gern einfach auf Erdbeben drücken, oder das Lucario auch schnell down, das will ich nicht. Ja, das ist natürlich. Geomor kann boomen. Gravums ist stark. Gravums ist stark, Gravums ist mächtig. Oh, mal sehen, ob die Aurasphäre geht auf Gravums. Sehen, ob sie es rausnimmt. Wahrscheinlich nicht. Oder? Doch. Alter, Lucario ist so ein Biest. Echt? Ja. Wieso? Einfach das Gravums gewonnen hittet. Level 38. Oh, Felsbrook. Das Lucario ist 41, oder nicht? Ja, aber trotzdem. Hier. Gravums ist doch normal und so. Und effektiv und richtig Schaden und so. Aber ich dachte, Gravums hält halt ein bisschen was aus. Nur ein bisschen vielleicht, ich weiß das, nicht. Dass das Munch hier jetzt dadurch drauf geht, ist mir dann schon klar. Komm ich jetzt noch irgendwie hin, oder was, ey? Oh, da noch ein Doppelkampf, da noch, oh Gott, Hilfe, ich habe Angst, Mann! Knirsche! Ich will nicht mehr. Oh, und es boomt! Aber es ist Finale, das ist... Oh shit. Duplo, du schaffst das. Ja, okay. Alter, Duplo... Jetzt muss ich sagen, Duplo ist krass. Das hat genauso viel Schaden von Fibonacci genommen wie Lucario. Lucario, da ist es nicht sehr effektiv. Okay. Also, was? Was ist hier los? Okay, Doppelkampf mit 6 Gegnern. Ersten 2, Georock, Gravums. Ja. Gravums besiegt, Kamuntier. Ja. Georock hat sich jetzt geboomt. Kleinstein? Und Muntier wurde auch gekillt. Und jetzt kommt Ammonitas und Habitak. Ja, wie geil, ist doch vielleicht. Bei welchem Doppelkampf bist du? Die Psycho ist die vorletzte, müsste es sein. Okay. Ich glaube, sind das noch Ass-Trainer, die da rumstehen? Ich bin. Ich hab jetzt noch so eine Kämpferin und ein Schwarzgurt. Ja, die hatte ich schon. Dann hatte ich 2 Wanderer. Elektro-Typen, also hier Elektriker. Genau, das sind die einzigen beiden, die ich schon gemacht habe, glaube ich. 2 Kämpfer. Elektriker, Wanderer und Elektronik-Kämpfer. Und dann kommen jetzt die ich habe, die Psychotypen, und dann kommt noch Team Galactic, glaube ich. Okay. Oh, ich habe so Angst vor den ganzen Kämpfen. Vor allem, ich will meine Pokémon nicht überleveln. Ich glaube, ich hoffe, Ammonitas das kann ich kann halt nur wirklich was mit Luxio machen. So. Oh Gottes Willen. Also die KI von Lucario ist gar nicht so schlecht. Oh, Habitat mit Agilität. Ja gut, habe ich gesagt. Fuck. Ich sehe, was als letztes kommt. Das ist nicht geil. Ein Boltaros. Ein Lizaros bei mir. Lizaros kann auf Level 38 Erdbeben. Das weiß ich nicht. Ich meine, wenn es das macht, dann ist das Punita auch schnell weg. Aber Magnesone und Milchshake, also Magnesone und Luxio auch. Das stimmt. Also meins, also Rihornio konnte auf Level 36 noch keine Bodenattacke. Felswurf, Stampfer. Gut, Funkensprung habe ich ihm beigebracht. Furienschlagkunde ist dafür, glaube ich. Soll ich sicherheitshalber nachschauen? Und Grimasse, glaube ich. Ich mache euer Erdbeben. Rizeros. Gen, bitte. Hornbohrer.
Ups. Wie war das? Das trifft nur, wenn du drüber bist, oder? Wenn das unter dir ist. Stimmt. Die Attacke schlägt fehl, wenn der Level des Ziels höher ist. Okay, das heißt, das geht nicht. Dann bleibe ich mit Milchshake am besten drinne. Kann trotzdem Bodycheck fällt. Oh, es kann trotzdem wehtun. Ja, wehtun kann es auf jeden Fall. Es hat hohen Angriff. Ja. Dann versuche ich Punita rauszunehmen. Dann kann ich vielleicht auf Oma Dame wechseln, weil mit der Feuerattacke will ich da nicht unbedingt Punita setzt Agilität ein. Ist schon das schnellste Pokémon, aber Hauptsache Agilität. Lalelu. Diesen Kampf dürfen wir nicht verlieren. Magnetbombe bitte auf. Oh, okay, Rita, was ist auch nicht schlecht, Gima. Aber. Okay. Das Punita da weg. Das ist ja mal. Das ist ja mal ein Start. Ich bin. Boah. Krass, Alter. Wie soll ich das nur schaffen? Jetzt kommt irgendeine Überraschung und mein Skills wird getötet. Bonit. Okay, Punita ist blöd bisher. Und ich glaube, das war's für Punita, oder? Oh. Nice. Das ist ja mal coole Situation jetzt gewesen. Was denn? Ich hab, wir ja alle eigentlich so ein bisschen gleichmäßig trainieren. Im letzten Kampf hatte ich halt Duplo vorne, das ist dann auch ein Level gestiegen auf 39. Hab ja aber vergessen, das jetzt auszutauschen. Hab jetzt Skittles reingewechselt, der Level 38 noch war. Und ja. Lucario hat einfach das Stolunior wieder gebamst. Und erstmal tut Duplo auf Level 40 steigen und Skittles auf Level 39. Ohne überhaupt eigentlich was gemacht zu haben. Ja, nice. So, Kikugi ist halt tot. Gott, wie viel Glück ich gehabt hab. Kikugi ist halt tot. Rizza hat zweimal Agilität gemacht und Rizaros denkt sich auch so, ja, fuck it. Grimasse mache ich. Grimasse. Dreimal Grimasse. Naja. Das ist wichtig. Das war gut. Das war noch schön. Aber mein Lucio ist schon Level 40. Ich pack mal wieder Dönerspieß nach vorne, was noch 39 ist. Aber das ist halt noch halbwegs viable neben dem verdammten Magnezone. Was Hallo, dann mal gerne ein bisschen ausrastet. Aber bist du gerade noch im Kampf? Ja. Okay. Ich habe jetzt, wenn das Lilieb dadurch stirbt, was ich nicht wirklich glaube, wobei Lucario ist krass, habe ich noch zwei vor mir. Noch zwei Pokémon? Noctuska, das ist Unlicht, das sollte klappen. Ja gut, weil sonst warte ich vor dem. Wobei. Aber das sind keine Psychos, das sind doch Astrainer, oder? Das sind Psychos. Keine Ahnung. Psychos? Na gut, dann warte ich vor dem Psychos, dann habe ich den Psychokampf noch und den Galaktikampf zur nächsten Folge, aber ja. Das. Ja. Ich wusste nicht, dass die auch oder 6 Pokémon haben. Es eskaliert wieder! Oh, das Mobile. Das Mobile sollte die Aurasphäre auch nicht aushalten. Apropos, da muss ich wegen meinem Lucario auch mal gucken mit dem Spezialangriff. Da Aurasphäre, Alter. Die armen Pokémon. Uiuiui. Okay, ich lasse den Dialog, den mache ich das nächste Mal einfach. Ich weiß nicht, wie viel da kommt, deswegen. Okay. Will ich nicht zu lang machen. Alles klar, das ist gut. Dann, bis zum nächsten Mal. Zur nächsten Folge. Tschüss.